Das für England erst kürzlich eröffnete National Teddy Bear Museum in Stratford-upon-Avon mit über 1000 Teddybären aus über 20 Ländern, das ist für die Schweiz die Wohnung von der Therese Bodemann in Wallisellen. Rund 800 Teddybären gehören zu dieser Sammlung, die der Familie Bodemann inklusive der 5 Katzen grosse Freude macht. Frau Bodemann, wie ist diese Sammlung überhaupt entstanden? Ja, es war eigentlich ein Kindertraum von mir, immer ein Teddybär. Wir waren 12 Kinder daheim und wir hatten absolut kein Spielzeug. Also, haben uns die Eltern können kaufen. Und als ich dann 16 war, bin ich zu meinem ersten Teddybär gekommen, von Meistersleuten, wo ich gedient habe. Und dann ist es eigentlich... Dann habe ich mal von einem Schatz einen bekommen. Und dann hat es mich eigentlich einfach gepackt. Ich habe dann immer die Teddybären gesehen und habe gedacht, jeder sieht eigentlich anders aus. Ja, und dann hat sich das so eingebürgert, dann habe ich immer statt Blumen oder statt Geschenken habe ich einfach Teddybären bekommen. Und die Leute, die in fremde Länder gereist sind, die haben daran gedacht, die haben mir einen Teddybär heimgebracht. Und darum bin ich jetzt stolze Besitzerin. Gibt es denn unter den 800, die Sie sind, gibt es da einen Liebling darunter? Ja, also mein allererster Teddybär, das ist der dort im Liegestuhl. Der ist immer und überall dabei gewesen, der ist heute noch immer und überall dabei. Ich mache keine Reise, ich gehe nicht ins Spital, ich mache gar nichts ohne Teddybär. Und ist dann selbst der erste gewesen? Das ist der erste gewesen, ja. Wissen Sie auch noch, welches das der neueste ist, was Sie jetzt bekommen haben? Also zu meinem letzten Geburtstag habe ich 13 neue bekommen, statt Blumen. Haben denn die auch einen Namen oder haben gewisse einen Namen? Also ich glaube 800 kann man ja fast nicht taufen, oder? Es haben schon alle mal einen Namen gehabt, wo sie zu mir gekommen sind. Leider ist mir das mal, wo mal Leute da waren, haben die mir die ganzen Unterlagen mitgenommen von diesen Teddybären. Ich weiss natürlich jetzt einen Haufen Namen, wo ich ganz persönliche Beziehungen habe dazu einfach. 800 Teddybären in einer ganz gewöhnlichen Wohnung. Katzen haben natürlich den Plausch, aber bleibt überhaupt noch genug Platz zum Leben? Ja, normalerweise muss ich halt die ein Zimmer abschliessen und im Gang aussen ein paar oben durch. Das jetzt habe ich natürlich eine spezielle Ausstellung gemacht, aber sonst sind sie ja im Zimmer drin. Können Sie die Sammlung jetzt natürlich noch erweitern? Kaufen Sie ja selber Teddybären oder kommen Sie die einfach über? Nein, ich kaufe tue ich selber keine. Es hat davon nichts, Gott sei Dank, viele Leute, die an mich denken, wenn irgendwo ein Teddybär vorig ist. Oder auch schon, also ich habe einige, die aus dem Container gekommen sind, die auf dem Container oben gesessen sind und auf die Kirchtabfuhr gewartet haben. Ja, nein, ich kaufe, das ist nicht der Sinn. Das ist nicht der Sinn. Jeder Teddybär ist mit einer Geschichte irgendwie verbunden. Es gibt Teddys, die kommen von ganz weit her. Welche Destinationen sind da so drin? Also Australien, Venezuela, von China habe ich auch Bären. Und dann fast alle Staaten in Amerika. Und natürlich von Europa. Da habe ich es fast lückenlos. Also nein, von Bulgarien habe ich noch keine. Falls das mal jemand dort in die Ferien geht. Wer weiß, vielleicht kommen Sie gleich mal von dort auch noch einen über. Die Teddybären-Sammlung, die liegt mir schon sehr am Herzen. Und ich hoffe immer, dass ich mal ein gross genuges Haus finde, wo ich da permanente Ausstellungen mache. Und ich wäre auch bereit, die Bären-Sammlung einmal an einer Gemeinde oder so zu schenken, dass sie beieinander bleibt. Was in England schon der Fall ist, wird vielleicht auch mal in der Schweiz eines Tages Tatsache ein eigentliches Teddybär-Museum. Wer die herzigen Tierli sieht, möchte man sicher ein schönes, zukünftiges und bleibendes Zuhause gönnen. Das ist übrigens das grösste Exemplar von dieser Sammlung, 1,45 m. Und nebendran sind die zwei kleinsten ganze 3 cm gross.